Hallo und herzlich willkommen zum Donnerstag Zaubertag, Folge 26. Die Zeit vergeht. Ja, in erster Linie möchte ich euch heute die neue magische Welt vorstellen, die heute verschickt wird. Das heißt, sie wurde gestern verschickt. Ich möchte aber noch eine kleine Nachlese zu dem letzten Beitrag über FISM bringen. Denn da habe ich sehr viele Rückmeldungen erhalten. Warum schreibt es mir nicht in die Kommentare unten rein? Dann könnten wir gemeinsam darüber diskutieren. Aber okay, also ich habe eine ganze Reihe von E-Mails bekommen. Vor allen Dingen auch eine E-Mail von Mario Baldantoni. Und die kann ich und möchte ich euch auch nicht vorenthalten, denn er möchte, hat sich ein bisschen beklagt über meine Sicht auf die FISM-Wahl für den nächsten FISM-Weltkongress in Turin. Er sagt, Vitus, das stimmt nicht so. Wir hatten zwar solche Flyer ausgelegt, ja, das ist richtig, aber wenn man mit dem QR-Code das Ticket bestellen wollte, hat man nur einen Bildschirm bekommen mit der Aufforderung, Stimme, gib deine Stimme für Turin ab. Aber dennoch ist es ein bisschen, ich finde schon ein bisschen sehr übertrieben gewesen von Italien zu sagen, so, also so zu tun, als hätten sie schon den Zuschlag bekommen. Und das ist auch ein bisschen so manchmal das Problem, glaube ich, mit den Italienern, die gerne etwas übertreiben und ein bisschen, ja, sehr aus den Vollen schöpfen wollen, nicht? Das hat ja schon vor ein paar Jahren Walter Rolfo gezeigt, der immer propagiert hat, das ist der beste Weltkongress, den es jemals gab. Und es war ein guter Kongress, aber es war sicherlich nicht der beste Kongress. Also das nur zur Klarstellung. Und Mario Baldantoni, es tut mir leid, dass ich das dann zu sehr negativ interpretiert habe, aber dennoch, ja, es war ein bisschen missverständlich, nicht? Dann haben sich ja viele gerühmt, wie toll sie die Berichte über FISM und während FISM gebracht haben. Und ich wurde ein bisschen angemacht, dass ich nur die Übersetzung von Craig Mitchell genommen habe. Ich meine, immerhin, damit habe ich meinen Lesern, und darum ging es ja auch, speziell den deutschsprachigen Lesern ein bisschen Eindruck vermitteln können. Und es war überhaupt nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren, was Craig Mitchell geschrieben hat. Nicht, das habe ich eins zu eins wiedergegeben. Und da gibt es keine, ich weiß nicht, was journalistische und da gibt es keine journalistische Verpflichtung, das kommentieren zu müssen. Also wer sowas schreibt, ist einfach, das ist dummes Zeug. Aber wie professionell man den FISM-Kongress begleiten kann oder auch konnte, das hat mein französischer Kollege Didi Puech gezeigt. Der hat fantastische Newsletter rausgebracht. Jeden Tag einen tollen Newsletter mit interessanten Meldungen zum FISM-Kongress. Und zwar nicht nur eine Seite, sondern gleich mehrere Seiten. Das sehr kontinuierlich. Und er hat sich auch darauf sehr vorbereitet. Er hat zum Beispiel in dem ersten Newsletter hat er etwas über die Geschichte von FISM geschrieben. Er hat an großartige FISM-Kongresse erinnert. Das hat er wirklich ganz, ganz toll gemacht. Didi ist auch ein sehr kritischer Zauberkünstler. Dem es wahrscheinlich nicht so leicht fällt, etwas gut zu finden. Das Beste, was er gesagt hat an dem Kongress war, und das ist, glaube ich, die Meinung aller, war die Eröffnungsgala, und die muss wirklich sensationell gewesen sein. Da hatten sie ja wirklich einen professionellen Regisseur von Cirque du Soleil, und das muss eine fantastische Eröffnung gewesen sein. Ansonsten findet er eigentlich
sehr viele Haare in der Suppe. Ich meine, er hat mit einem Punkt schon recht. Er hat gesagt, wenn Künstler ausgefallen sind, warum hat man nicht diese Stellen besetzt mit Künstlern, die vor Ort waren? Und da gab es eine ganze Reihe von hochkarätigen Künstlern, die vor Ort waren. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, über den ein Kongressorganisator nachdenken kann. Was macht er, wenn eine Nummer ausfällt? Und das muss ja nicht Corona beim nächsten Mal sein, das kann ja irgendetwas sein, nicht? Also das wollte ich nur noch gesagt haben, dass da eine sehr, sehr, sehr professionelle Berichterstattung von unserem französischen und meinem französischen Kollegen stattgefunden hat in der Zeitschrift Magicus. Eine sehr individuelle Zeitschrift, sehr kritisch denkende Zeitschrift, und ich halte sie vom Inhalt zumindest für eine der besten Zauberzeitschriften, und da muss ich sogar gegen die magische Welt sprechen, die wir zurzeit haben. Also merci Didier. Beaucoup, kann man das sagen? Très bien. Très bien. Ich bin leider nicht so flächtig. Man kann sich übrigens diese PDF-Dateien runterladen und dann übersetzen lassen. Ja, und zum Abschluss habe ich von meinem Freund Erik Eswin und von einem anderen Kollegen das Programmheft bekommen, und ich muss sagen, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass ich dieses schwarze Logo einfach unsäglich finde, nicht? Und schwarz mag zwar eine Designerfarbe sein, aber das, wenn man so durchblättert, das ist so ein unfreundliches Heft. Schwamm drüber, das war's. Kommen wir zur zweitbesten Zauberzeitschrift der Welt, zur Magischen Welt. Und da habe ich auch noch ganz kurz vor Drucklegung eine Seite austauschen können, das habe ich schon erzählt, über FISM, die Uwe Sperlich geschrieben hat, und habe noch ein Supplement dazugelegt, das ich noch habe schnell drucken lassen können, wieder in meiner Reihe ABC of Magic, ABC of FISM. Da ist das Interview, was ich schon online gestellt hatte, mit Erik Eswin noch einmal wiedergegeben und mit Craig Mitchell. Das liegt also als Beilage dazu. Es liegt noch eine Beilage dabei. Bellachini kommt, mehr sage ich vielleicht beim nächsten Mal. Und natürlich eine wunderbare Beilage mit Flipsig habe ich sie genannt, mit einer tollen Routine von unserem Kollegen Flip. Flip ist ja wirklich ein ganz liebenswerter Zauberkollege und Freund. Ich kenne ihn seit den 70er Jahren, also kaum kenne ich Zauberkünstler länger als ihn. Kommen wir dann zur magischen Welt, auf die ich diesmal wirklich auch wieder sehr stolz bin. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach so, es ist ja auch mein Herzblut, diese Zeitschrift zu machen, und ich möchte sie so machen, dass ich sie selber ja gerne lesen möchte. Also es sind eigentlich keine Füller da drin. Und diesmal können wir mal so der Reihe nach durchgehen auf die Köpfe, die ich wieder auf die Titelseite gesetzt habe. Fängt unten an mit Luke Diamond, ein junger Zauberkünstler, den ich gewinnen konnte. Er wird jetzt regelmäßig für die magische Welt schreiben. Ich bin unheimlich happy. Vielen Dank, Luke. Er wird seine Ansichten zur Zauberszene bringen, und er ist ja ein Profi in Sachen Unterhaltungskunst, Bühnenkunst, und mit seinen Darbietungen hat er ja auch viele Titel schon erreicht. Also da haben wir wirklich einen ganz, ganz tollen Fachmann. Und was mich natürlich auch sehr freut, einen Jungen mit jungen, neuen, dynamischen Gedanken. Das ist ja auch wichtig für diese alte Dame, die jetzt im 71. Jahr schon existiert. Ein großer Bericht auch über Florian Zimmer kann ich gleich zeigen. In der Mitte sein super Theater. Herzlichen Glückwunsch, Florian, dass du diesen Traum verwirklicht hast. Stefan Rautenberg hat darüber geschrieben. Eine tolle Theatershow von Judy Carter, die ich beschreiben konnte, und sie ist für mich vom Theatralischen einfach faszinierend. Da ist wirklich Theater und Zauberkunst in einer wunderbaren Symbiose. Es ist ja schwierig, mit Zauberei ein Theaterstück zu füllen, also ein dramaturgisch durchdachtes Stück, weil die Zauberkunst in erster Linie von dem Effekt als solchem lebt, und es ist schwierig, mit diesen Möglichkeiten noch zusätzliche Emotionen zu transportieren. Und Judy Carter hat einen ganz tollen Weg gefunden. Es ist ihre Biografie, die sie auf die Bühne bringt, mit all ihren Problemen aus der Kindheit. Und sie hat das benannt mit einer teuflischen Befreiung. Und diese Befreiung hat sie wörtlich genommen. Also ich finde das zum Beispiel, nur eine Geschichte daraus erwähnt, sagt sie, ja, Befreiungskünstler kennen wir ja nicht, seit Harry Houdini. Und was hat Harry Houdini
Interview gemacht. Er hat sich von einem Stuhl befreit. Hallo, warum hat er sich nicht von Knebelverträgen von Telefongesellschaften befreit? Also das finde ich schon eine ganz lustige Art von der Judy Carter. Sie ist ja auch nicht ohne Grund eine Comedy-Experte. Nicht? Ihr Buch Comedy Bible ist jetzt in zweiter Auflage erschienen, The New Comedy Bible, und es ist schon in mehreren Sprachen übersetzt worden. Eine weitere tolle Frau, freue ich mich auch, dass ich dich vorstellen kann, ist Conny Boyd. Conny Boyd hat seit 2 Jahren einen Kanal, Magical Women, und stellt dort zauberhafte Frauen vor. Und das macht sie ganz grandios, und ich habe mit ihr ein Interview geführt und stelle sie auch in einer Kurzbiografie vor. Und ein weiterer Teil in der MW ist Marcel Köslings neues Programm. Das hat Roman Ertel besprochen. Das und noch vieles mehr gibt es natürlich in der magischen Welt, die, wie gesagt, für meine Begriffe immer noch eine der schönsten Zauberzeitschriften ist, die es in deutscher Sprache gibt. Das war's für heute. Bleibt gesund, und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.